Willkommen bei Algebraba. Bevor wir uns mit den eigentlichen Additionstheoremen für Cosinus und Sinus beschäftigen, werden wir zunächst beweisen, dass Cosinus Quadrat von z plus Sinus Quadrat von z 1 ist. Ich habe hier in die Seite nochmal die Definition von Cosinus und Sinus hingeschrieben, damit wir die präsent haben quasi. Denn die brauchen wir jetzt, weil wir setzen jetzt einfach ein. Das heißt, Cosinus Quadrat ist halt dieser Ausdruck hier zum Quadrat. Das heißt, wir haben hier einmal e hoch iz plus e hoch minus iz halbe zum Quadrat plus e hoch iz minus e hoch minus iz durch 2i zum Quadrat. Gut, jetzt können wir das Ganze ausmultiplizieren. Also das hier oben ist ja ein Binom und hier unten steht einfach nur Viertel. Das heißt, wir haben e hoch iz mal e hoch iz. Das heißt, wir addieren im Grunde genommen nur die Exponenten. Das heißt, wir haben e hoch 2iz. Dann haben wir 2 mal plus 2 mal e hoch iz mal e hoch minus iz. Wir wissen, okay, iz minus iz ist 0. Das heißt, wir haben 2 mal e hoch 0. Und im nächsten Schritt haben wir dann noch e hoch minus iz mal e hoch minus iz. Das addiert sich wieder zusammen. Das heißt, wir haben hier noch e hoch minus 2iz. Und das Ganze sind dann Viertel. So, dann haben wir plus. Hier haben wir e hoch iz wieder mit sich selber quasi multipliziert, ergibt wieder e hoch 2iz. Und im nächsten Schritt haben wir e hoch iz mal e hoch minus iz, wobei man hier das Minus nicht vergessen darf. Das heißt, wir haben hier Minus und dann iz minus iz kürzt sich weg, das heißt minus 2e hoch 0. Und dann haben wir noch e hoch minus iz, ergibt wieder plus, weil wir haben ja minus mal minus, das heißt plus e hoch minus 2iz. Im Nenner müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil i mal i ergibt minus 1 und 2 mal 2 ergibt 4, das heißt wir haben hier minus 4. Das heißt im Grunde genommen könnte man jetzt sagen, wir machen hier ein Plus draus und das ist hier ein Minus. Und das bedeutet, hier kürzt sich allerhand weg, weil wir haben im Grunde genommen e hoch 2iz Viertel minus e hoch 2iz Viertel. Das heißt, das hier kürzt sich weg. Dann haben wir e hoch minus 2iz Viertel minus e hoch minus 2iz Viertel. Das heißt, das hier kürzt sich auch noch weg. Und alles, was übrig bleibt, ist 2 Viertel plus minus 2 minus Viertel. Weil wir haben ja hier e hoch 0 ist 1. Das ist ja das gleiche hier wie 2 Viertel plus 2 Viertel. Das ist dann 1. Und somit haben wir jetzt gezeigt, dass eben diese Gleichung hier stimmt. Und in den nächsten Videos werden wir dann zu Additionstheoremen kommen. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, dann fragt einfach. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.